Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall mal einen neuen Part Setup bewerten. Freunde, der letzte Part ist auf jeden Fall jetzt schon gut 2 Wochen her. Daher bin ich jetzt umso mehr gehypt auf diesen Part. Und falls ihr bei diesem Format mitmachen wollt und ihr neu auf diesem Kanal seid, Discord-Link ist in der Videobeschreibung. Dort einfach in den Setups-Kanal ein Bild im Querformat von eurem Setup reinschicken. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. In den nächsten Wochen kommen extrem nice Videos. Ich werde mein Setup hier einmal komplett umbauen. In den nächsten 2 Monaten kommen da auf jeden Fall gut Videos zu. Würde mich daher mega freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Ansonsten würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, wir haben genug drumherum geschnackt. Fangen wir an mit dem eigentlichen Video. Let's go. Heute haben wir jetzt auf jeden Fall zu Beginn einen Kollegen am Start. Der hat ein Video von seinem Setup gemacht. Das Ganze geht 12 Minuten. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir gucken da auf jeden Fall mal kurz rein und dann gehen wir in die Discord-Setups. Was geht, Freunde? Willkommen zu einem absolut sympathisches Kerlchen. Heute geht es um mein Gaming-Zimmer. Und zwar ist das ein Projekt, das ich jetzt schon seit einem guten halben Jahr... Digga, ein halbes Jahr, Digga, also ein halbes Jahr für sein Gaming-Setup, Digga, das ist noch gar nicht mal so viel. Also ich, ja, auch was ich immer von euch so im Discord lese, tut ihr auch teilweise 1 bis 2 Jahre in euer Setup reinstecken, Digga. Ein halbes Jahr ist jetzt halt eigentlich noch gar nicht so viel. Immer ein bisschen am Realisieren, immer wieder kommt etwas Neues dazu und ich würde das euch mal zeigen heute und wir gehen direkt mal. Ja, Digga, dann zeig mal den Hasen. Rein da. Oh, Digga, das riecht mir hart nach Copyright-Musik. Wir gucken mal rein. Ei, 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 Digga. Erstmal vier fett Copyright-Musik, Digga, das war's komplett. Ich lege euch einfach mal irgendeine andere Musik drüber, perfekt. Schauen wir rein, Digga, schauen wir rein. Holy shit, das ganze Zimmer sieht schon sehr, sehr heftig aus. Mir gefallen hier auch, Digga, er hat hier unendlich Nanolis am Start. Warte mal, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Hier hat er, Jungs, könnt ihr das mal bitte nachzählen? Könnt ihr das mal wirklich bitte nachzählen, wie viele Nanolis der Typ hier am Start hat? Ich feiere hier, by the way, auch die Wolken, also dieses Wolkending da von, keine Ahnung, das war mal so ein Trendmäßig, dass man sich das so an die Decke geklatscht hat, finde ich, sieht extrem nice aus mit den LED-Stripes drinnen. Aber die Nanolis und sowas sieht schon sehr, sehr heftig aus. Hier dann nochmal ein Messi-Trikot am Start. Hier drüber nochmal Nano-Leafs. Und hier sieht man schon mal ein bisschen was von seinem Setup. Digga, hier die Figuren sehen auch sehr, 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 sehr cool aus. Hier nochmal. Ja, dann nochmal Nano-Leafs. Was ist denn mit dem Kerl, Digga? Junge, er hat hier Nano-Leafs, hier Nano-Leafs und über seinem Setup Nano-Leafs. Holy shit. Der Kollege hat auf jeden Fall gut Nano-Leafs am Start. So, hier zeigt er jetzt nochmal seine Darth Vader-Figur. Finde ich, sieht auch sehr, sehr cool aus. Seine FIFA-Spiele. Ich denke mal, der Kollege ist auf jeden Fall ein guter Fußballfan. Da hat er seine Air Force hier. Ich denke mal, der Kollege hat auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein ordentlicher Fußballfan. Der hat hier einiges am Start. Ich denke mal, der ist Barca-Fan. Was man jetzt hier an den Trikots erkennen kann, bin mir auf jeden Fall hierbei nicht so ganz sicher. Aber ich denke mal, der Kollege ist auf jeden Fall Barca-Fan. Hier nochmal so eine Fortnite-Nerf am Start. Oh, geil, Digga. Sehr, 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 sehr nice. Holy shit. Hier ein Stream Deck hat er noch am Start. Corsair hier. RGB-RAM am Start. Sehr, 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 sehr nice. Junge, 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 Junge. PC sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr fresh aus. Muss man ihn auf jeden Fall lassen. Also sein Setup auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Wir gucken nochmal, was er dann zu seinem Setup sagt. Er erzählt jetzt halt hier ganz viel über sein Zimmer. By the way, Link ist in der Videobeschreibung. Falls ihr euch das ganze Video reinziehen wollt, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Hier sieht man einmal richtig schön das ganze Setup jetzt hat. Ja, wir gucken uns das Ganze jetzt halt hier nicht das ganze Video natürlich durchgehend an. Ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal abchecken. Aber jetzt halt so zum Setup. Hier hat er eine sehr, sehr geile Streamcam am Start. Ich denke mal, die ist von Logitech. Ich glaube, das ist die Streamcam von Logitech. Korrigiert mich, falls ich da falsch bin, könnt ihr mich gerne mal korrigieren. Ja, Tastatur, sehr, 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 sehr geil, was er hier am Start hat. Geile, er hat hier noch so eine Corsair-Maus am Start. Geiles Mikrofon, müsste ein Rode-Mikrofon sein. Dann hier hinten hat er sich nochmal so Schaumstoffmatten geklatscht. Hier drüber die Nano-Leafs, sieht sehr, sehr geil aus. Setup all in all gesagt, Digga, also da kannst du dir, also da würde ich dir wirklich so eine 8 bis 9 von 10 würde ich dir auf jeden Fall für dieses Setup schon easy geben. Sieht halt sehr, sehr heftig aus einfach, muss man grundsätzlich einmal sagen. Setup sieht sehr, sehr geil aus. Ich würde vielleicht hier noch irgendwas an die Wand machen, über das Setup, unter die Nano-Leafs eventuell noch, da ich finde, dass die Nano-Leafs da relativ allein sind, aber natürlich jedem denn seinen Geschmack. Falls es dir so gefällt, ist natürlich auch sehr, sehr nice.
So, Freunde, haben wir jetzt halt hier das erste Setup von Discord am Start. Und beim ersten Setup von Discord, Digga, was soll man da groß zu sagen? Er hat jetzt hier eine ganz coole Gitarre im Hintergrund. Tastatur sieht sehr, sehr cool aus. Ich denke mal, der Kollege zockt an der PS4 Pro mit Maus und Tastatur. Kann man auf jeden Fall machen. Keine Ahnung. Hier das Standardmäßige. Hol dir einen PC auf Dauer vielleicht. Aber das allererste, was ich halt, wie gesagt, würde ich auf jeden Fall einen PC als erstes holen. Und dann gönn dir einfach mal ein paar Setup-Videos von mir, Digga. Perfekt. Und dann kannst du dich ein bisschen inspirieren lassen, falls du natürlich dein Setup nur noch umgestalten willst. Aber so geht's auf jeden Fall klar. Aber falls du es umgestalten willst, kannst du dir gerne mal ein paar andere Setup-Videos von mir anschauen. Da gebe ich dann ein paar Tipps, was du hier noch verändern könntest. Da kannst du dich gerne mal inspirieren lassen. Ansonsten würde ich mir jetzt hier erstmal einen PC holen. Als nächstes haben wir was am Start, was ich persönlich eigentlich auch echt schön und clean finde, meiner Meinung nach, weil hier die Nanolis, die geben so einen geilen Lichtkontrast rein. Hier unten mit diesen, ich sag mal, LED-Wandlampen, sag ich mal. Dann hat sich hier noch eine ganz günstige Maus, denke ich mal, am Start. Ich bin mir nicht sicher. Sieht auf jeden Fall jetzt halt nicht so krass hochwertig aus. Könnt mich gerne korrigieren, falls das nicht so ist. Tastatur sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich weiß nicht, ob die RGB beleuchtet ist. Ich glaube schon, aber das sieht man halt auf dem Bild nicht so krass. Ein Monitor reicht eigentlich auch komplett aus zum Zocken. Vielleicht irgendwann mal nochmal einen zweiten Monitor holen, aber muss natürlich auch nicht sein. Aber zwei Monitore, wie gesagt, sind halt meiner Meinung nach noch ein bisschen praktischer und dann würde das Setup vielleicht noch ein bisschen cooler aussehen. Aber jetzt auch so mit der Tischgröße kombiniert, finde ich, sieht das Setup auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Dann haben wir jetzt halt hier als nächstes jemanden am Start mit einem HyperX Quadcast. Ich habe ja das HyperX Quadcast S und ich finde, das ist ein absolut geiles Mikrofon. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Hier links hat er die klassischen LED-Neon-Blitze da am Start. Hier drunter dann nochmal hier diese PS4-Logo-Dinger. Würde ich eventuell sogar nicht dorthin stellen, sondern eventuell hier oben auf deinem PC. Da würde es, denke ich mal, ein bisschen cool aussehen oder hier vor deinem PC. Aber hier, denke ich mal, stört es einfach nur vor den Monitoren. Ist natürlich deine Sache, aber mir gefällt es da irgendwie nicht so. Ich würde das eventuell hier nach rechts oben oder hier vor dem PC einfach hinstellen. Headset ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das ein Wireless-Headset ist, sieht jetzt, glaube ich, nicht danach aus, aber HyperX, ich denke mal, der Kollege ist auf jeden Fall ein guter HyperX-Fan. Ich habe ja jetzt auch ordentlich Sachen von HyperX am Start, da ich einfach finde, dass das auch eine sehr, sehr coole Marke für an sich so Game-Stuff ist, meiner Meinung nach. Und da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. PC sieht auch sehr, sehr cool aus, das Case. Er hat zwei Monitore am Start. Hier die Schaumstoffmatten im Hintergrund sehen auch sehr cool aus. Also, ich sag mal so, ist ein echt sehr, sehr cooles Setup. Nicht jeder hat zwei Monitore am Start und so ein geiles Mikrofon und geiles Headset am Start. Also, kannst auf jeden Fall da gut zufrieden sein. Sieht sehr nice aus. Haben wir jetzt halt hier den nächsten am Start und beim nächsten hat dieses Setup meiner Meinung nach echt krasses Potenzial. Ich meine, ja, ich weiß natürlich nicht, ob du nach krass viel da noch Geld reinstecken willst, aber falls du es vorhast, in näherer Zukunft dann noch gut Geld reinzupulvern, würde ich dir empfehlen, klatsch hier hinten Schaumstoffmatten hin. Hinter den Monitoren hast du ja schon LEDs perfekt am Start. Kauf dir einen geilen IKEA-Schreibtisch oder irgendeinen anderen geilen Schreibtisch und dieses Setup sieht aus wie eine 10 von 10. Ich meine, der hat einen geilen PC am Start, der hat eine Switch am Start. Hier Xbox-Controller hat er auch am Start, geile Maus und sowas. Und ich denke mal, mit einem anderen Tisch und Schaumstoffmatten im Hintergrund würde das Ganze nochmal viel, viel geiler aussehen. Aber sieht auf jeden Fall jetzt halt auch schon mal sehr gut aus. Hier nochmal das Setup aus einem anderen Winkel, sieht auch, wie gesagt, immer noch sehr, sehr geil aus. Hier nochmal der PC im Nahen, sieht auch sehr, sehr strong aus. Also, wie gesagt, Setup würde ich eine 8 von 10 geben, sieht sehr, sehr cool aus. Kommen wir zum letzten Setup für heute und beim letzten Setup finde ich jetzt halt aktuell, würde ich mir sofort noch einen zweiten Monitor holen. Einfach nur aus dem Grund, da ich einfach finde, dass der PC hier oben sehr, sehr cool steht und hier einfach nochmal Platz für einen zweiten Monitor wäre. Also falls du das Geld hast, hol dir auf jeden Fall einen zweiten Monitor, würde so, so geil hier aussehen. Vielleicht noch mir einen hochwertigeren Tisch irgendwann auf Dauer holen. Aber die Idee mit dem PC, der hier oben steht, sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr geil aus. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie feiere ich dieses Setup irgendwie extrem, obwohl da jetzt halt gar nicht mal, glaube ich, so krass viel Geld reingeschlüpft ist. Ich denke mal schon gut was für den PC natürlich, aber so an Dekoration kannst du noch so viel rausholen und ich finde irgendwie so die Location von deinem Setup ist sehr, 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 sehr geil mit dieser Dachbodenschräge. Kannst du eventuell hier einmal Nanoleafs lang packen. Würde eventuell, denke ich mal, auch sehr, sehr cool aussehen. Ansonsten, ja, Setup sehr, 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 sehr nice. Die Heizung würde ich eventuell ja dann halt noch hinter dem Tisch verstecken und wegen Strom müsstest du auf jeden Fall halt da aufpassen, dass hier kein Kabel oder sowas, irgendwie das Plastik daran, die Beschichtung daran dran schmilzt. Aber ansonsten, Setup sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. Hier nochmal an die Leute, die es interessiert, das hat er hier alles am Start. Keine Ahnung, ich würde das Video pausieren, falls euch das Ganze genauer interessiert. Das sind seine ganzen Sachen, die er in seinem Setup am Start hat. Falls euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Setup-Videos sehen wollt und an sich mehr Setup-Videos sehen wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren, dieses Video liken, den Kanal kommen...
den Kanal kommentieren, wollte ich ganz sagen. Holy shit, Digga, jetzt geht's los. Den Kanal könnt ihr gerne abonnieren. Komme ich für den Algorithmus da lassen, würde mich mega, mega supporten. Digga, die Sprachfehler sind auf jeden Fall heute gut on point. Ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, habt jetzt einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.